Am 24. Oktober startet der österreichische Science-Fiction-Thriller mit Horrorelementen The Trail in einigen österreichischen Lichtspielhäusern. Der Film aus der steirischen Independent-Schmiede rund um Stefan Müller und Oliver Haas wurde fast ausschließlich im Miniteam vor dem Hintergrund der heimischen Berg- und Waldlandschaft gedreht und traut sich, es mit Genre-Riesen aus Hollywood aufzunehmen. The Trail handelt von einer jungen Frau, gespielt von Sophia Grabner, die sich zur Traumabewältigung auf einem mehrwöchigen Wandertrip in die österreichische Berglandschaft begibt und dort dann auf ein abgestürztes UFO-Wrack stößt. Dadurch werden Ereignisse ausgelöst, bei denen sie es in weiterer Folge nicht nur mit einem unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt aufnehmen muss, sondern sich dabei auch ihren eigenen größten Ängsten konfrontiert sieht. Das Filmemacher-Duo Müller und Haas will erneut mit seinem Genre-Mix die Kinolandschaft aufmischen. Wie sie selbst sagen, ist der englischsprachige Film The Trail kein österreichischer Film, sondern österreichisches Kino. Und das gibt es ab dem 24. Oktober auf der Leinwand zu erleben.